Ja, moin moin Leute. Grüß euch. Da sind wir wieder. Landwirtschaft. Was sonst? Wir müssen ein paar Sachen jetzt echt erledigen. Schön, dass ihr übrigens wieder mit eingeschaltet habt. Also da freue ich mich ziemlich mega darüber. Wir haben ein bisschen was zu erledigen. Sind Sachen vorzubereiten für die nächste Aussaat. Und andere Dinge müssen wir noch klären, wie zum Beispiel die Ernte jetzt noch von Feld 9, Feld 8, Feld 7. So, dann haben wir hier, glaube ich, ein Helfer, der gerade, ja, der ist geblockt. Den müssen wir mal wieder ein bisschen auf die Spur bringen. Wahrscheinlich durch das Gestänge von dem Güllefass. So. Weizenernte ist auch so gut wie erledigt. Da haben wir auch nicht mehr allzu viel. Ich mache das jetzt hier eben schnell selber fertig. So. Schwupp. Dann sollten wir eigentlich das Feld einmal fertig haben. Ja, sieht gut aus. Den können wir rüberbringen aufs nächste Feld. Dann lassen wir ihn jetzt hier noch weitermachen. So. Okay, dann kann er hier düngen. Genau, dann können wir das nächste Feld dann hier eben bearbeiten. So. Er hier ist am blinken, weil er fast voll ist. Aber wir müssen erst noch. Ja, wir können mal reinhüpfen. In den 1455. Können ja mal gucken. Stoppt er jetzt aber doch. Jetzt ist er voll. Und dann tanken wir jetzt noch ein paar Liter ab. Und ja, Leute. Ich weiß, ich fahre wieder durchs Gemüse. Weil das kann ich am besten. Leer, wenn man nicht kriegt, ne? Nee. Okay, dann fahren wir das jetzt gleich weg. Weil dann haben wir das nämlich auch. Wie gesagt, wir sind fast durch mit der Ernte. Ein paar Sachen muss man noch erledigen. Vor allem, wir müssen, glaube ich, gleich mal bei den Tieren noch mal gucken.
müsste die sauber machen. Ja. Also das steht auch noch an. Den Kram und wieder schnappen und die Futterplätze sauber machen. Beide abkippen. Dann geht's weiter zum nächsten. Der ja, er hier ist. Hä? Der Ding hier gemacht. Wird doch nicht fertig gedüngt. Kannst du mir doch nicht erzählen. Haut aber auch raus aus dem Fass. Heide Witzka. Da müssen wir mal anders irgendwie, glaube ich, lösen. So. Hätten wir den auch schon mal vorgedüngt? Position. So. Müsste eigentlich funktionieren von der Breite her. Ja, klappt auch ganz gut. So, er hat jetzt eine richtig tolle Aufgabe. Hier einmal komplett umgeflügt haben. So, Flugsenken. Wie sieht das aus? Ich glaube, wir sind jetzt gut in der Spur. Kleinen Tick nach rechts können wir drücken. Gas. Dann haben wir den auf die Fahrt gebracht. Aber wir müssen. Huch. Wir müssen den wieder zum Feld schaffen. Zum Abtanken. Gelben Drescher. Der hat ja dann noch Weizen drin. Das müssen wir uns auf jeden Fall noch abholen. So, jetzt bin ich natürlich völlig falsch gefahren. Tede. Ja, aber ihr seht hier, ne? Vom Futtertrog liegt so viel. So viel Shit an. Hier können wir mal eben schnell gucken, ob wir hier noch was nachfüllen müssen. Gras. Das heißt, wir müssen demnächst auf jeden Fall wieder mähen.
ist ganz wichtig. Und ich muss die Wesen, die ich mir jetzt noch geholt habe, die müssen noch mal umgraben oder einmal pflügen. Schaut man das? Rum. Die muss ich pflügen, damit ich dort nochmal Gras neu ansehe und einen höheren Ertrag rauskriege. So, ja, wir fangen wieder ins Gemüse. Ihr kennt es. Schande über mein Haupt. Der Helfer ist durch. Wir werden jetzt noch die 3 machen und dann werden wir was anderes überlegen müssen. Aber erstmal tanken wir den jetzt in Ruhe ab. Dass der Helfer hier seine letzte Bahn wieder ziehen kann. Aha, bevor wir unsere 1000 Sachen verstricken. So, das war nicht geplant. So, können wir uns stehen lassen. Erst am Pflügen. Genau, dann setzen wir ihn jetzt noch mal ein. Den haben wir. Also den Acker hier noch mal macht. Dann machen wir schnell die Ecken noch mal sauber. Schön stehen lassen hat. Da düngen wir jetzt noch mal rüber. So. Zack. Jetzt noch mal auf den Acker. Aber hier werden wir noch einen kurzen Moment warten. Weil wir müssen den Drescher noch wegfahren. Dazu holen wir uns den Deutz hier. Startlöchern. Fahren mit ihm jetzt schnell hier oben den Drescher mal abtanken. Den Johnny vom Lohner. Und dann können wir den nämlich aufs Maisfeld schicken. Dass er uns den Mais runterdrückt.
abtanken. Genau, Sonnenblumen hat er drauf. Können wir eben noch mal schnell gucken. Wie weit ist der Kollege? Sieht gut aus. Und der hier? Ah, oh, er zieht plötzlich seine Bahn. Herrlich. Schlepper, das ist göttlich. Gut. Das haben wir. Also diese Wiese hier. Ne, die will ich unbedingt hier noch umgraben. Und diese Wiese hier unten, die müssen wir nochmal kaufen. Kostet aber im Moment zu viel, weil da noch dieses Waldstück mit drin ist. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Aber das ist der nächste Plan. Diese Wiesen könnten wir auch umpflügen. Das sind die nahe beim Hof. Wollte ich eigentlich noch vermeiden. Ich probiere es erstmal mit der hier. Und dann sehen wir mal weiter. So, dann müsste eigentlich hier der Deutzhitzer geladen sein. Jetzt ist die Frage. Wir gucken mal kurz bei der BGA. Ob wir hier was reinkippen können. Sonnenblumen, Soja. Weizen können wir hier auch noch reindrücken. Alles klar. Dann drücken wir jetzt erstmal die Sonnenblumen hier rein. Der Mais auf dem Feld, ne? Seite hin, ne? Ja. Das verstehe ich nicht. Ach. Guten Tag auch. Habe ich den Drehschirm hier ausgewählt. Ah. Zander über mein Haupt. Okay, das war klar. Ich kriege nicht alles rein. Aber das ist okay. Den Rest drücken wir jetzt bei den Schweinleuten rein. Ich guck mal eben schnell. Können wir bei den Schweinen. Ja, ja, das können die ab. Auch. Sehr schön.
Wo? Genau. Schmeißen wir das jetzt bei den Schweinen mit rein. Und dann, genau, können wir schon hier einsteigen. Können den restlichen Weizen irgendwie abbunkern. Oh, das klappt. Das ganze Strom ansammeln. Da ist echt noch viel zu tun. So, das kriegen wir auf jeden Fall mit hier. Sehr schön. Dann können wir ihn hier auf die Reise schicken. Fahren wir ihn jetzt zum Sojafeld. Auf die Nummer 9. Klein Frosch im Hals. Das geht ja noch bei einer ausgewachsenen Kröte. Hätte ich keinen Bock drauf. So. Genau, dann sind wir nämlich hier bei der 9. Hier direkt machen, ja, ne? Sehr schön. Hier. Den Gebiss direkt gegen den Zaun oder was? Nee, nee. Aber irgendwas. Ihn direkt hier aufs Nebenfeld. Dann kann der hier den Mais runterdrücken. So. Sieht gut aus. Hervorragend. So, mal sehen bei ihm hier. Jetzt langsam knapp. Sprit. Fahren wir den kurz ins Dorf zum Tanken.
glaube ja, ne? Wenn er runterfährt, dann fahren wir hier und den Feldweg runter zum Tanken. Dann können wir ihn hier ins Los schicken zum Düngen. Weizen kümmern einen Teil von die Schweine Mischanlage reinkippen. Kippen links ab, glaube ich, ne? Müssen wir den ersten Anhänger anwählen. So. Hier ein bisschen abkippen. Wir werden hier nicht alles reinkriegen. Das macht aber nichts. Dann fahren wir den Rest drüber zu den Schweinen. Oh Leute, ich sehe gerade. Ist ein bisschen viele wieder. Wir wollen ja nicht übertreiben mit mit der Länge der Videos. Ihr seht, es ist genug zu tun. Ich sage schön Dank fürs Zuschauen. Gut, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund und ich wünsche euch besinnliche Tage, frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns wieder.